Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir haben ein paar kleine süße Quests vor uns, wir gucken mal. Die Nebenquests hier sind alle relativ dicht dran und die hier bringt sogar 2000 EP. Da würde ich doch mal sagen, die machen wir. Rauch über dem Wasser. Harkufs Schmugglerin Jeska wurde von Sefetu getötet. Er will Amosis bitten, ihre Rolle zu übernehmen. Finde Amosis in der Nähe des Hafens. Das sollte doch machbar sein, würde ich sagen. Natürlich, bin schon weg. Da rennen wir einfach mal rüber. Ach so, vorher gucken wir noch mal auf die Karte, ob es hier noch irgendetwas Spannendes in direkter Nähe gibt. Hier drüben gibt es auch noch zwei Nebenquests. Oha. Stufe 13. Die hätten wir wahrscheinlich schon längst mal machen sollen. Aber gut, laufen wir erstmal dort hinüber. Renne ich in die richtige Richtung? Eben bin ich noch in die richtige Richtung gerannt. Ach so, ich sehe nur. Ja. Ja, am Hafen halt. Ich meine, da hätte ich auch so hingehen können. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz hinter uns. Den haben wir übersehen. Da oben. Sorry, da muss ich jetzt einfach nochmal zurück. Da liegt ein Schatz. Aber da frage ich mich natürlich, was macht der Schatz direkt dort? Der liegt da einfach so vollkommen unbewacht rum. Interessant. So, das wird wieder nichts Gescheites sein, befürchte ich. Nee. Schmeißen wir einfach weg. So, und jetzt aber wirklich hier. Amosis ausfindig machen, denn er verkauft Fisch im westlichen Hafengebiet von Sais. Der Mann ist also scheinbar ein Fischer oder zumindest ein Fischhändler. Und soll zum Schmuggler umgeschult werden. Vielleicht kennt er sich damit auch schon aus. Oh, sorry. Hier gibt es noch nicht mal was zu plündern. Schlimm. Ist das da sein Boot? Ja, wenn er Schmuggler werden soll, hat er wahrscheinlich ein eigenes Boot, ne? Das ist eine Frau. Amosis? Yes? Fresh cockles and mussels today? My name is Bayek. I come from Harkuf. He needs your help as a friend of Jessica. I'm listening. Since Jessica was killed, Harkuf needs a trusted agent to shepherd people out from under Sefetu's watch. Dead? You and Harkuf are out of touch. Jessica's too tough to be held by Sefetu. She escaped the firebrand. What? Where is she? Back on the river. She took a felucca loaded with supplies to the people she sheltered. She's taken a dangerous route to the southwest past the hippopotamuses to avoid Sefetu's eyes. If you follow the coast, you'll find her. Ja, ich klau mal gerade dein Schiff hier, dein Boot. Auch entlang. Da kommen wir tatsächlich an diesem Krokodil, hätte ich mal gesagt, Nilpferdnest vorbei. Das wir dann ausheben können. Ah ja. Sie ist tatsächlich direkt da am Flusspferdversteck. Und wir sind wieder auf dem guten alten Mariotsee. So, und jetzt haben wir schon Szene gerufen. Da sehen wir auch die ganzen lustigen Nilpferde. Mal sehen, ob ich da das. Oh, das sieht aber nicht so gesund aus, was da gerade abgeht. Ich wollte gerade sagen, mal sehen, ob ich hier irgend. Ah, da ist das Monster-Nilpferd. Da gehen wir hier mal so ein bisschen längs. Dann versuchen wir mal unser Glück. Das war scheinbar schon mal voll daneben. Ach, auch mal auf den Kopf zu drehen, du fettes Ding. Das war besser.
Ja, okay, haben wir erwischt. So, und dann, nee, ich hätte gerne den Jagdbogen, genau. Okay, dann müssen wir dich da ran. So einfach geht das hier nämlich. So, und jetzt sehen wir noch Flusspferd Ersche. Das ist natürlich ein bisschen unerfreulich. Gibt es hier nichts zu holen? Nee, leider nicht. So, mal sehen, vielleicht können wir hier so durch den Busch durchschießen. Das ist sauer. Das ist mega sauer. Wäre ich auch, wenn mich jemand einfach so einen Pfeil in den Kopf schießen würde. Ich weiß nicht, wie lange ich dann sauer wäre, aber wenn ich könnte, ewig. So, damit sind unsere Pfeile schon wieder weg. Ich hoffe, wir haben auch alle Nilpferde erwischt. Naja, ich habe ja auch schon erledigt. Führte die Nilpferde um die Insel. Haben wir gemacht. Gibt es noch irgendwas zu holen? Ah, da hinten vielleicht. Ich bin gleich wieder da. Lauf nicht weg. Ich habe wichtige Geschäfte mit dir zu besprechen. Aha. Ein Schmuggelboot. Soll ich mal Seno fragen, ob sich hier irgendwo ein Schatz verbirgt? Krokodil. Okay. Ah, das sieht interessant aus. Da ist 100% irgendwo ein Schatz. Bei den Flamingos. Da auf der Insel. Ah ja, da habe ich ja einen ganz tollen Tipp in den Kommentaren bekommen. Den werde ich gleich mal zur Anwendung bringen, denke ich. Wenn wir jetzt sowieso schon mal hier sind. Ich meine, wir waren schon mal hier, ne? Auf dieser Insel und so. Ihr seht es, wir sind nämlich von hier reingekommen. Und waren da auf jeden Fall schon mal. So, erzähl mal. Ja, ganz blutig, die Arme. What are you called? Bayek. Good to meet you, Bayek. I am Jessica. How did you end up here? I got lost. Sailed the wrong way. I would not call avoiding Sefetu's patrols the wrong way. What do you know of Sefetu? Akuf believed you are dead, but you escaped. He needs you back. Help me get these supplies to my village. There are many depending on me. And we will talk. Eskortiere Jessica. Ja, die macht doch garantiert wieder irgendeinen Scheiß. Come on, Senu! This way! Setzen kann ich mich hier. Oh. Oh. Ich verstehe. How do you know Hakuf? I was sent to him by a man to whom I am pledged. I believe we are working towards the same end. Well, Hakuf is a great man. Dorsais is a region of self-proclaimed great men. But Hakuf has a good heart. He cares for his people and his city. Yes. He protects them from cowards like the Scarab and Sefetu. I have smuggled many families like Borwinis and her son out of Sais to keep them safe. Those who have tried to refuse Sefetu, he has burned to death. You are courageous to protect families that are not your blood. If you say. I hide them in my village until we can arrange a caravan to get them beyond the desert. Hence the food and medicine I bring. How did you survive? Sefetu's soldiers brought me to Fort Nikiu where they burned and tortured me.
but I spat in their faces. When they thought me broken, I... By the gods, Sefetu has come! Wo denn? Ist sie schneller als ich? No! Ups. No! Pentu! Anan! Wenis! Oh, das sieht ein bisschen abgebrannt aus, muss ich sagen. Aber vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Falls noch Leute hier sind, wie wär's? Nicht so? This place is heavily guarded. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wo wir sind. Ah, hier drüben, alles klar. Da ist eine Statue, da ist ein Schatz. Oh, da ist ein dicker Typ. Hey, wait! Bitte die Plünderer. Schon dabei. Vielleicht möchte ich einmal Senu losschicken. Damit wir mal rausfinden, was hier so sich abspielt. Da ist noch ein Schatz, okay. Das sind eine Menge Typen. Ja, dem würde ich auch gerne. Achso, der hängt. Er lebt nicht mehr. Okay, ich denke, so viele Plünderer sind es nicht. Ah, jetzt kommt er doch hier rüber. Das finde ich unheimlich nett von ihm. Mit dem Rücken zu uns. Scheiße, er steht gerade auf, oder nicht? Ah, ich wollte gerade noch das Combo-Attentat hier machen. Ah, da ist noch so ein Fetter. Oh, ah, gut. Kommt er denn her? Ups. Oh. Ja, jetzt nicht erschießen lassen hier. Wie wäre ich den denn los? Ist da noch einer? Da ist noch einer. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das finde ich echt cool an der Keule. Ich kann halt tatsächlich auch diese schweren Angriffe mit meinem schweren Angriff halt blocken. Da ist ja immer, leuchtet meine Keule ja ganz kurz gelb auf. So wie die Waffe von diesem Fettklops halt rot aufgeleuchtet hat. Und dann blocke ich halt alles und damit kann ich auch diese super schweren Angriffe blocken. Und das ist halt eine echt coole Sache, finde ich. So, irgendwo hier im Baum war doch noch ein Schatz, da oben. Tja, hübsch ist es hier nicht mehr. Oh, da komme ich gar nicht so hoch. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier, von der Seite. Nein, doch nicht runter. Ah. So, wo ist der komische Schatz hier? Ich dachte, der wäre hier oben.
Da oben. Oh, eine Axt. Die könnte doch vielleicht was sein, oder? Nee, leider nicht. Ein bisschen Bronze haben wir noch bekommen. Oh, wir können was bauen, wir können was bauen, wir können was bauen. Was gibt es denn heute? Die Armschiene für mehr Nahkampfschaden. Och, sehr gut. So, haben wir direkt gebaut. Was macht er denn da? Ich drücke nach unten und er immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, weil ich lustig bin. So, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu holen, ne? Ne, hier haben wir alles abgegrast. Schauen wir mal. It is done. So many lives turned to ash. Is anyone left? We need to be quick. More will come. Das wäre eine abgehackte Zwischensequenz. Ah, okay. Did you hear that? Yes. Pentu! Oh, by the gods, you are still alive! I will not leave you here. Uh-oh. Hat sie gut gemacht. Sogar sehr gut. My cousins have a farm nearby. It may be untouched. Please help me bring Pentu. Of course. I will take him. Ja, aber nicht mehr heute. Machen wir beim nächsten Mal. Heute gucken wir uns nur noch die Ausrüstung an, die wir gerade bekommen haben. Ein Kriegsbogen. Einen Kriegsbogen will ich ja auch nicht. Ich müsste hier irgendwie meinen goldenen Bogen, würde ich ja super gerne finden. Irgendwie, gibt es überhaupt goldene Bögen? Ich habe noch nie einen gesehen, ehrlich gesagt. So, fort damit. Da bekommen wir ein bisschen Holz. Auch nicht so schlecht. Und irgendwas haben wir noch gar nicht. Ah, Hilfsmittelmunition, alles klar. Haben wir noch nicht erforscht, müssen wir mal machen bei Gelegenheit. Können wir gleich nochmal in den Hilfsmittelbaum hier reingucken. Brandbombe. Handelsvertreter. Nee. Hilfsmittel Kill-EP bringt es auch noch nicht. Schlafpfeile vielleicht. Ich weiß halt nicht, warum ich die Leute nicht einfach meucheln sollte. Verwesungsgift. Das ist ja widerlich. Aber eigentlich auch eine coole Sache, ne? Was gibt's hier hinten? Achso, das können wir dann, glaube ich, mehrmals holen. Nebelwand. Das hört sich ganz cool an. Nebelwandschaden. Pyromane. Oh, auch nicht schlecht. Ich glaube, wir holen uns mal diese Schlafpfeile hier. So, und können wir hier Ausrüstung? Nee, dafür brauchen wir Pelze. Jetzt können wir hier nämlich Schlafpfeil. Achso. Können wir nicht? Ja, keine Ahnung, wie man die benutzt. Finden wir beim nächsten Mal raus. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Tschaußen.